Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt das Silo-Paket an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder MA7. Gibt es einen PC und Mac auch für PlayStation 4, Xbox One? Findet ihr in der Kategorie platzierbare Objekte und dann Silos. Hier haben wir das gute Stück, beziehungsweise die guten Stücke. Es handelt sich dabei nämlich um 13 Silos, die ihr frei platzieren könnt, von 2.500 bis 12.500 Euro in der Anschaffung. Alle kosten 2 Euro Unterhaltskosten am Tag und sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Kategorie 1 ist Silage und Kategorie 2 ist alles. So kann man es am besten umschreiben. Ihr seht, hier vorne geht's los mit doppelüberdachte Silage-Silos zu einem Solo. Überdacht, dann doppelt in klein und solo in klein. Dann haben wir halt dementsprechend offen in dreifacher Ausführung für Silage und als Solo. Dann haben wir doppelt kleine Silage-Silos, so als Mauer, ohne Überdachung. Das Ganze wiederum im Solo und ab hier geht es jetzt los, dass wir hier überdachte Silos haben und zwar für alles. Also für alles, was ihr lagern wollt, ob nun Getreide oder dies oder jenes. Ne? Alles jenes halt speziell für Silage oder die ersten und die letzten oder der Rest dann ist dann dementsprechend für alles. Das Ganze ist auch mit dem Seasons Mod kompatibel und ihr seht, ist halt Standard. Ne? Also hier wieder 2, hier wieder 1, hier klein 2, da klein 1, ne? Und hier halt dementsprechend das hier als Exilo. Schauen wir uns das Ganze an, ich habe mal ein Bild, was hier platziert. Und dann seht ihr, ja, ne, passt soweit. Das ist also dementsprechend, huch, das ignoriert er einfach mal. Dann habt ihr hier dementsprechend einmal die Silos, in dem Fall jetzt hier bedeckt. Die lassen sich dementsprechend auch vollständig betreten. Und ihr seht, hier fischt dann Texte gut, also hat dementsprechend auch die Trigger so verbaut, wie sie es verbaut haben sollen. Währenddessen haben wir zum Beispiel hier ein Silo. Da seht ihr, da habt ihr unten oder im F1-Menü jetzt nichts. Das könnt ihr halt alles halt reinkippen, was ihr dementsprechend reinkippen wollt. Dann haben wir hier die offenen Silos dementsprechend hier so dran. Soweit so klar. Einmal hier mit der Ecke. Ne, hier seht ihr wieder, das ist für Silage. Ne, Häckselgut und Häckselgut, meine Fresse. Und verdichtet. Ne, das ist dann wiederum hier mit dabei. Ne, genauso wie hier. Ich habe jetzt da die meisten einfach so mit rein platziert. Wir haben Kollision überall mit dran. Ihr seht, ne, also da glitscht man auch nicht raus. Man kann sogar dann hier hoch. Das ist so gewollt, dass man sich dann hier so einen Überblick verschaffen kann, etc. pp. Ne, und das klappt alles. Ansonsten mit der Taste R abdecken, aufdecken. Das ist alles LS19 Standard. Da machen die Silos dementsprechend auch nichts anderes. Müssen sie aber dementsprechend auch nicht. Ne? Was vielleicht noch interessant ist, es gibt nur hier, ihr seht das Ganze. Ne? Also ihr könnt nicht individuell hier so Dings machen, sondern ihr habt wirklich vorgegeben, in welchen Grad Wanderung oder in welchen Winkeln ihr das Ganze nur platzieren könnt. Da müsst ihr drauf achten, dass ihr das dann auch dementsprechend so platziert, beziehungsweise nur an eine Stelle platziert, wo das auch passen würde. Ansonsten sieht es nämlich eher schlecht aus. Ja, ansonsten, jetzt gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Texturen sehen wirklich knackig scharf aus, also gibt es gar nichts zu sagen. Funktionen funktionieren so wie im 19er, es halt üblich ist. Das ist hier zusammengesetzt, ne, da nicht wundern. Und ja, Seasons ready auch noch für Leute, die gerne mit Seasons spielen. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Wunderschöne Sache. Ja, Lok ist sauber. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.